und Unabhängigkeit mit deiner Arbeit zu erreichen. Vermeide die Räume, in denen die Bürokratie ihre schmutzige Arbeit verrichtet. Ja, ich habe geschrieben, seine Regel- und Musterlosigkeit verunsichert sie. Dabei ist er kein Quergeist. Ihm geht es um Geist und Seele, nicht um Selbstdarstellung. Ich werde Ihnen erzählen, wie das kam. Rembrandt war wieder einmal völlig blank. Natürlich, das mit Pomp vollgeräumte Atelier musste sein. Die Giorgiones, Palmas, Raffaels, die Kübelwaffen, der Schmuck und die 100 Spiegel und die 100 Schüler. Aber der ganze Plunder, den er sammelt, kommt ja gar nicht in seinen Bildern vor. Er inszeniert einen atmosphärischen Wahnsinn. Aber was übrig bleibt, ist das Wesentliche, das Zentrale, vielleicht das Gesicht seiner Mutter. Es war deines. Es war das deiner Mutter. Nein, 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 jetzt erinnere ich mich alles ganz genau. Ich spüre auch noch den Spaß, den ihr hattet. Ein Schüler von dir arbeitete an einem Schiffsgemälde. Ausschließlich aus der Fantasie, so wie du es wolltest. Du gingst nervös auf und ab, von Zeit zu Zeit warfst du einen Blick auf die Arbeit. Dann fordert er dich auf. Signiert es, Meister, und wir tragen es noch heute in den Palast des Herrn Six. Er hat ihnen doch empfohlen, Kriegsschiffe zu malen. Ein Sack Goldmünzen springt dabei heraus. Sie werden reich. Zwei Kriegsschiffe noch reicher. Weißt du noch, was du gemacht hast? Was habe ich gemacht? Du begannst gedankenverloren in alten Mappen zu wühlen, hast schließlich eine staubige Zeichnung deiner Mutter herausgenommen und sie nachsigniert. Das war eine Zeichnung von dir. Aber das kannst du doch nicht alles den Hauptmann Koch erzählt haben.